Schalömchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Assetto Corsa der Version 1.16.3. Heute gibt es mal ein sehr außergewöhnliches Mini-Let's Play, denn auf meinem Schoß sitzt mein kleiner Sohn Theo, der jetzt mit seiner linken Hand ans Mikrofon fasst. Also wenn ihr irgendein Bloppen hört, dann ist er schuld und nicht ich. Ich befinde mich hier auf der Gesamtstrecke des Nürburgrings von 1967, gemoddet von William Riker, beziehungsweise konvertiert von William Riker, gemoddet ursprünglich für R-Faktor von Nick 303 und Motor FX, aufgehübscht von Kackbratze, so steht's auf Race Department. Wenn ihr mehr wissen wollt, klickt einfach unten auf den Link und lest euch die Sachen gut durch auf Race Department. Soul wurde auch abgedatet, die Wölkchen sind jetzt noch hübscher und der Peter Böse hat mal wieder fleißig an der Beleuchtung rumgespielt. Es sieht einfach fantastisch aus und die Strecke habe ich dummerweise erst heute Nachmittag entdeckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich habe die schon mal gesehen vor ein paar Monaten und habe mir gedacht, ja, nee, Konvertierung aus R-Faktor, nee, die lade ich mir dann runter, guck sie an und deinstalliere sie wieder, das ist mir nicht wert. Und was bin ich für ein Tor und Depp gewesen, denn ich bin hier dann heute Nachmittag kurz gefahren, eine Runde, also kurz in Anführungszeichen, Südschleife, Betonschleife, Nordschleife, habe 14 Minuten gebraucht, auch mit Theo auf dem Arm, das hat irgendwie Tradition, dass ich Sachen ausprobiere mit ihm auf dem Arm. So kann ich ihn meiner Frau ein bisschen abnehmen und er kann den Motorensound genießen und dabei einschlafen. Ja, ich weiß, sehr pädagogisch, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht um diese wundervolle Strecke, da möchte ich euch jetzt einfach mitnehmen. Wir fahren in so einem alten Formel-1-Wagen aus dem Jahr 67. Die ganzen KI-Karren hier stammen auch aus den 60er und, nee, nicht 70er Jahren, nur 60er Jahre, genau. Und sollen uns den Weg ein wenig versüßen. Also mein Ziel wäre es, jetzt mit Theo hier auf dem Arm auch wieder so 15 Minuten zu brauchen. Ich glaube, dann werde ich das Mini-Let's Play auch beenden. Der Modder hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, wie man hier sieht. Also wir haben dieses hohe Gras für den Shaders Patch und alle sonstigen Gimmicks funktionieren eigentlich auch. Wir haben viele Luftballons mit alten Bemalungen, alten Werbungen drauf. Das finde ich richtig toll. Und wir haben insgesamt 6 Layouts, die einmal in der trockenen Variante daherkommen und im nassen, also eigentlich 12 verschiedene Strecken, wenn man so möchte. Ah, jetzt sind die Jungs die Südschleife schon gefahren, die ersten, und kommen hier auf die Betonschleife quasi, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, ich habe mich nicht großartig informiert. Ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal neu und dann fahre ich los und eben in diesem alten Formel-1-Wagen kriegt man ganz guten Eindruck von der Strecke. Da muss man nicht irgendwie rumfliegen hier, es wäre auch viel zu lang, sondern einfach im Fahren hier alles genießen. Jetzt fliegt gerade der Kopf des Kindes die ganze Zeit hin und her. Also nicht, dass ihr denkt, der fliegt hin und her. Der nickt immer so weg und dann guckt er wieder. Ah, das macht er ganz gut. Und jetzt lege ich mir den hier auf den linken Arm und dann geht's los. Ach so. Weil viele immer fragen, ob ich direkt spreche, wenn ich fahre. Ja, das tue ich. Ich kann dieses drüber kommentieren nicht. Also ich kann nicht jetzt das Video aufnehmen, hier fahren und dann einen Tag später darüber sprechen. Ich will immer meine Emotionen mit euch teilen. Also wenn jetzt irgendwas Cooles hier, dann will ich das in dem Moment vermitteln und nicht irgendwie später. Ja, und es ist super auf alt gemacht. Ach, ich finde es so geil. Dann mit dem hohen Gras durch den Shaders Patch. Einfach klasse. Auch die alten Streckenschilder. Also da haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben. Eventuell schon damals für R-Faktor und jetzt der William Riker für Assetto Corsa. Also fantastisch, dass er auch diese Riesenstrecke mit uns teilt und dafür nichts verlangt. Ich glaube, da hat er nicht mal einen Spendenlink auf Race Department drauf. Das finde ich schon richtig fett. Und hier sieht man auch, wie uneben die ganze Strecke ist. Fantastisch. Einfach großartig. Eigentlich müsste man mit dem Kollegen da vorne mithalten. Mal gucken, ob ich hier vorbeikomme. Ich muss hier vorsichtig fahren, denn ich kenne den Verlauf nicht. Ich bin, wie gesagt, heute Nachmittag einmal mit Theo hier entlang gefahren. Und mir sagt, um ehrlich zu sein, die Südschleife nur was vom Namen. Ich habe nie irgendwelche Videos gesehen von früher oder so. Okay, eventuell zu schnell. Nee, passt. Uiuiui, gefährlicher Randstein hier rechts, geil. Sieht aber toll aus.
So richtig schön altmodisch. Ja, fantastisch. Auch die Hecken am Fahrbahnrand so ganz dicht dran. Gut, dass die KI vor mir fährt, so kann ich echt immer gut linsen, wann ich bremsen muss. Also tut mir leid, dass ich so schleichketzelig hier rumfahre, aber wie gesagt, ich habe den Theo hier auf dem Arm und ich kenne die Strecke nicht. Oh, 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 oh. Deswegen wird es wohl nichts mit Zwischengasen jetzt. Oberste Priorität ist, dass Theo weiter schläft hier in meinem Arm und dass er nicht runterfällt. Ah, schön die Brücke hier und jetzt gehen wir auf die Betonschleife. Wenn ich das richtig verstanden habe, die kann man auch separat fahren. Hier jetzt am Ende der Geraden kommt eine wahnsinnig tolle Steilkurve. So, jetzt konnte ich doch kurz zwischengasen. Oh, das war jetzt fies. Fiese Cobra. Nein, ich habe sie nicht als Puffer genommen. Also hier kommt jetzt der ganze Bereich hier Hatzenbach oder wie der davor heißt auf der Nordschleife. Och komm, nein. Es tut mir leid, Leute. Das war jetzt ein bisschen unsanft. Ihr habt vielleicht gerade das Schild gesehen am Streckenrand. Die Streckenabschnitte werden von Zeit zu Zeit angezeigt. Ja, und es ist tatsächlich wie auf der modernen Nordschleife auch. Also, klar hat sich der Asphalt geändert, aber so dieser grobe Verlauf, wenn man die moderne Nordschleife fahren kann, dann kann man hier getrost ein paar Ründchen drehen. Es erwartet einen nichts Krasses. So, jetzt in Richtung Flugplatz und Schwedenkreuz. Und ich finde es wahnsinnig toll, wie man hier die ganze Ondulation mitbekommt. Also die Höhen und Senken, wie sagt man, Kuppen und Senken. Ja, einfach, dass die Strecke sehr wellig ist. Jetzt sind wir zum ersten Mal im fünften Gang. Der Ford GT 40 bremst, dann bremsen wir doch auch mal lieber. So, jetzt geht es dann gleich in die Fuchsröhre. Oh, hallo Kollege. Poststraße. Sehr geil. Und die Ballons da hinten am Horizont. Ach, einfach fantastisch. Ja, und dafür liebt man doch dieses Hobby, oder? Und das ist so geil, hier mit so einem alten Formel-1-Wagen rumzufahren auf so einer alten Strecke. Großartig. Oh, oh. Oh, 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 oh. Also habe ich jetzt schon gesagt, auf was ich die KI gestellt habe. 93% Stärke, 70% Aggressivität. Deswegen bremsen die so früh in den Kurven. Aber das ist für mich gut, weil ich dann einfach hier in dem Formel-1-Wagen gucken kann, wann ich bremsen muss. Metzgesfeld, oder? Ja, genau, hier. Zack, und jetzt hier vorne ein bisschen enger. Sehr schön. Boah, geil, dieser Übergang zum Gras links an der Seite. Fantastisch. Oh, 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 oh. So, jetzt geht's dann Richtung Breitscheid runter. Fantastisch, es ist so geil hier auch der Zaun an der rechten Seite. Uah. Oh, hinter uns kommt jemand. Genau, da ist er schon vorbei. Oh! Sorry, Kollege. Das konnte ich nicht wissen. So, mal gucken, wie er sich da jetzt rausbefreit. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Jetzt müssen wir unseren Ford GT40 einholen. Uah, jetzt muss ich doch ein bisschen pushen. Achso, Entschuldigung, das war jetzt Versailles gerade. Jetzt sind wir hier bei Breitscheid. Entschuldigung, bin ich mir so ortskenntlich, wie sagt man? Ortskundig, so heißt's. Uah.
Und ich will nichts Böses hören in den Kommentaren, wie ich fahre. Ich habe hier einen anderthalbjährigen Sohn auf dem Arm. Also auf dem Schoß eigentlich. Der merkwürdigerweise schläft. So geil. Man müsste einfach nochmal Kind sein. Einfach überall schlafen können. Egal was ist. Jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss hier, weil ich nicht weiß, wann es so eng wird hier. Genau mit diesem Formel 1 Wagen. Mit dem bin ich noch nie gefahren übrigens. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme was Authentisches. Und die Jungs hatten einfach einen Schaden. Oh, oh. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir fahren auf zwei Räder. Alles gut. So, das ist die Mutkurve offenbar. Boah, und wie uneben hier der Asphalt ist. Krass. Oh, shit. Die macht zu. Entschuldigung. Gottes Willen, das ist kein gutes Vorstellungsvideo. So, da ist die Steilstrecke. Die kann man eben auch befahren, wenn man die Steilstrecke... Also das Steilstrecken-Layout auswählt im Menü. Oder im Content Manager besser gesagt. Oh nein, ich war zu schnell fürs Karussell. Nein! Blamage! Ja, war einfach großartig. Ich muss nochmal eine Runde fahren. Vielleicht kann ich den Theo dann weglegen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das Karussell zu vermasseln, wirklich. Ja, und jetzt hier hoch zu hohen 8 und ihr seht's, die Strecke bzw. der Streckenverlauf ist genauso wie an der modernen Nordschleife auch. Auch wenn ich hier keine gute Linie fahre, aber das ist gar nicht so leicht. Denn aufgrund der Unebenheiten hier springt der Wagen wie verrückt. Boah, shit. Uiuiui. Und ihr seht vielleicht, oder ihr seht genau, ihr hört mein G27 rattern. Und es ist so gut gemacht mit den Bäumen hier. Ach, fantastisch einfach. Oh nein, 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 nein. Warum macht das so zu? Das macht doch... Ah, das macht doch auf der modernen Nordschleife nicht so zu. Kann ich dadurch... Nein, ich bin gefangen. Also, durch die Zäune kann man nicht durchfahren. Das habe ich jetzt für euch ausprobiert, dass ihr das nicht mehr ausprobieren müsst. So, jetzt ist immer doch bei Brünnchen gleich, aber die Stelle kommt mir nicht so bekannt vor. Also, dass da so ein Huckel drin ist vor Brünnchen, aber vielleicht floss da mal ein Fluss. Oh, die Eiskurve, voll vermasselt. Oh Gott. So, ich sehe halt mal gar nichts. So, Pflanzgarten und kleiner Sprung. So, wir müssen noch eine Runde fahren. Das gibt's ja nicht. So, großer Sprunghügel. Ich habe ein bisschen Schiss, weil, wie gesagt, mit diesem Karren hier ist gar nicht so leicht. Nein, 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 nein. Wow, wie sie hochgeht. Geilo. Fett. Richtig stark. Oh, kleines Karussell. Schwalbenschwanz. Da gehen wir noch hier rein. Schön, schön. Oh, die Unebenheiten. Ja, und da hat man es wieder lesen können. Galgenkopf. Jetzt hier Döttinger Höhe. Geht, geht, geht. Und diese Hecken am Straßenrand oder am Streckenrand. Großartig. Und wie gewellt die ganze Fahrbahn hier ist. So abgefahren. Juhu, wir fliegen! Ja, hier links auch die Landstraße angedeutet, die im echten Leben hier vorbeiführt. Ja, einfach toll. Schön gemacht. Nein, 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 nein. Oh Gott, junger Fisch. Boah, die Randsteine hier sind ja auch tödlich. So, und das war mal eine Runde jetzt.
So, jetzt behalte ich den Theo noch hier auf meinem Schoß, dass ich eine Ausrede habe. Wenn ich den wieder hinlege, dann wird er eh wach werden und dann muss ich wieder ausmachen bzw. unterbrechen. Und das will ich auch nicht. Deswegen bleibt er jetzt hier auf meinem Schoß drauf. Aber ist das geil, oder? Leute, hey, sagt's doch ehrlich, das ist doch abgefahren. Wow, dass jemand sowas in seiner Freizeit macht und es dann einfach kostenlos anderen zur Verfügung stellt. Vor allem jetzt, wo wir eh, denke ich, alle ein bisschen mehr Zeit zu Hause haben oder zu Hause haben müssen. Also nicht alle, klar, die in dem kritischen Sektor, oh nein, 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 beschäftigt sind, die Leute. Denen gilt natürlich unser Dank. Und die haben es leider nicht so chillig wie andere Leute gerade. Oder Leute, die zum Arbeiten gehen müssen, obwohl Angie und andere Politiker sagen, wir sollen gefälligst zu Hause bleiben. Aber gut, es soll jetzt kein Coronavirus, kein Coronavirus sein. Kein Corona-Video werden. Deswegen halte ich auch schon wieder die Klappe. Wir hören viel zu viel davon gerade. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Ah, das ist, wenn kein GT40 vor mir fährt. Dann klappt's halt nicht. Jetzt kommt nochmal so eine enge Stelle, glaube ich, gleich. Da vorne, jetzt kommt so ein kleiner Linksknick und dann geht's, glaube ich, rechts auch ein bisschen enger, oder? Ich bin mal vorsichtig. Ja, da hat bestimmt einer wie ich so gebremst. Ja. Schlaf, Kind, schlaf. Hör den Motor zu. Hier wird es auch enger. Nein, nein, nein. Ah. Gut, dass ich einen Schaden ausgestellt habe. In echt wäre man halt tot, aber gut. So, jetzt kommt der lustige Teil wieder. Oder den Teil, den man kennt. So, mal gucken, wo ich bremse. Bei dem Tower vielleicht? Ne, davor auf jeden Fall. Oh, das war ich, oder? Und was mir auffällt, man muss gar nicht zwischengasen unbedingt hier in dem Ferrari. Oh, nein! Nein, 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 nein. Ja. Sensationell. Ich muss jetzt das Kind doch weglegen. Augenblick bitte. Ich muss gucken, wann ich auf einer Geraden bin, dann kann ich Pause drücken. Das reicht doch, oder? Das Stück. Achtung. Bis gleich. So, da bin ich wieder und vielen lieben Dank an meine Frau, die jetzt meinen kleinen Sohn genommen hat und dafür sorgt, dass ich hier weiter aufnehmen kann. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, der ist einfach nicht mehr eingeschlafen. Jetzt ist, glaube ich, eine halbe Stunde oder so vergangen. Ich bin hier, glaube ich, noch im oberen Teil der Nordschleife Richtung, weiß nicht, wo sind wir? Sind wir noch bei Hatzenbach oder so in der Nähe? Ich glaube ja. Ich gehe mal lieber auf die Bremse. Wir sind im, weiß nicht, ersten Gang, oder? Ist hier? Keine Ahnung. Ich drücke jetzt auf Fortsetzen und versuche einfach die Runde noch heil zu überstehen. Achtung, los! Ah, okay. Passt. Ah, okay, Richtung Flugplatz hier dann. Alles klar. So, jetzt kann ich ein bisschen besser fahren. Ja, ich weiß, dumm von mir ein Video aufzunehmen, wenn mein Sohn auf meinem Arm liegt, aber ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal, weil der da eigentlich immer ganz gut schläft. Und so hat meine Frau dann auch ein bisschen Zeit für sich. Das Problem ist nur, der braucht immer die Körperwärme. Man müsste so eine Wärmflasche machen und irgendwo hinlegen, bevor man ihn dann dorthin legt. Ja. Nein. Ja, ich fahre auch nicht unbedingt besser.
Gottes Willen. Gott, ist es geil hier zu fahren. Wow, shit. Ich bin so dankbar, dass dieser William Riker hier diese Bremsspuren auf die Strecke draufgepackt hat. Sag mal. Wenigstens ein bisschen eine Ahnung, wann man bremsen muss. Natürlich wäre es jetzt einfacher, in einem GT3, oh Gott, Hobel hier entlang zu fahren. Obwohl, ja, dadurch, dass die Strecke so hoppelig ist, wird es wahrscheinlich doch keinen Spaß machen. Ach, die macht zu. Oh, Gottes Willen. Mein Schwiegerpapa hat erzählt, dass er früher an der Nordschleife war, als er noch jung war. Und da war es so, also das muss um die Zeit gewesen sein. Und da war es einfach so, da hat man einfach die Straße oder die Rennstrecke überquert, wenn da halt gerade kein Formel 1 Wagen kam. Das war dann auch so ein bisschen der Nerven... Oh nein, echt? Ah nee, wie dumm. Das war dann halt auch so ein bisschen der Nervenkitzel. So wie bei einer Rallye. Wenn man sich diese legendären Ausschnitte anguckt hier von Walter Röhrl, wie da die Zuschauer zur Seite gesprungen sind. So muss das hier auch gewesen sein. Ah, der zieht bestimmt rein, ja, er folgt seiner Ideallinie, der Ford. Wow, uiuiui. Wie er raucht. Auf Discord wird gerade gefragt, ob man das Rauchen auch irgendwie abschalten kann. Ich fände es ja eigentlich ganz gut, weil wenn jetzt so ein Hybrid LMP1 Fahrzeug, wenn das dann raucht, dann ist ja auch ein bisschen doof. Also vor allem so schwarzer Qualm, das braucht man ja nicht. Ach so, ich habe vorher übrigens hier im Ferrari, als ich gestartet habe, wieder blauen Qualm gesehen aus den Auspuffrohren. Ich klinge gerade wie Cem Özdemir. Özdemir. Wie auch immer. Özdemir. Ja, ich habe schwarzen Qualm gesehen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir müssen stark sein. Der atmet immer so. Nein, 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 schon wieder verbremst. Gerade noch gerettet. Vor lauter Leute nachmachen. Ich sollte das lassen. Das gehört sich eh nicht. So, jetzt Lichthupe geben. Kann ich mich jetzt hier innen vorbei... Ne, reicht nicht. Schade. Also ladet euch die Strecke runter und probiert diese Strecke aus. Also was heißt diese Strecke? Die legendäre Nordschleife Gesamtstrecke. Oder Nürburgring Gesamtstrecke von 67. Was für eine geile Erfahrung. Jawohl. So, jetzt dieses merkwürdige Brünnchen hier. Oh nein, 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 nein. Jetzt habe ich mich so gefreut, daran vorbeigekommen zu sein, an dem Kollegen. Es ist so krank. Man denkt die ganze Zeit, man hat das Fahrzeug unter Kontrolle und dann Pustekuchen. Von wegen. Man hat nichts unter Kontrolle.
aber hier zu fahren ist mehr wie bei einer Rallye als auf einer Rennstrecke. Aufgrund der Unebenheiten im Fahrbahnbelag muss man echt gucken, wo man hier entlang fährt. Boah, das gibt's doch nicht. Boah, jetzt ein bisschen ausspannen hier. Boah, was mache ich? Ah, ganz aufgeregt hier. Habe aus Versehen den dritten geschalten, weil ich nicht rechts rüber gegangen bin mit der rechten Hand. Ich glaube, da wäre im echten Leben einem der Motor um die Ohren geflogen, wenn man den Gang überhaupt reingebracht hätte. So, ich habe was gelernt von vorher. Da wäre ich beinahe in der Hecke gelandet, deswegen habe ich jetzt gebremst. So, Achtung, die Curbs wieder hier an der Seite, richtig fies. Oh Gott. So, ich würde sagen, wir gucken uns die letzte Runde mal an. Vielleicht nicht ganz, vielleicht springe ich da ein bisschen durch. Aber mich interessiert selber, wie es in der TV-Kamera aussieht. So, parken wir doch hier. Südschleife, Nordschleife. Willkommen. Oh. So geil, ich habe halt vorher die Aufnahme die ganze Zeit weiterlaufen lassen. Und jetzt haben wir hier merkwürdigerweise Nacht. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Wenn das gleich so bleibt, dann machen wir es einfach so, dass ich das mit dem Content Manager regle. Okay, hier geht's. Komisch, sehr merkwürdig. Jetzt gucken wir uns mal den Anfang hier an. Sound ist auch nicht so schlecht von dem Ferrari. Und wie breit die Strecke hier einfach ist. Hammer. Geil, wie es hier runter geht unter der Brücke durch. Ah, toll. Und die Zäunchen überall am Rand, das hohe Gras. Ich liebe es. Bei Fat Alfie hätten wir jetzt noch kleine Spatzen auf dem Zaun sitzen. Aber muss nicht sein. Oder irgendwelche unterschiedlichen Blümchen da im Gras. Der ist halt echt, der Fat Alfie, der geht schon dreckig ab, was Streckendesign anbelangt. Aber hier so eine kleine Hütte am Rand. Die beiden... Weiß nicht, Feuerwehrmänner, Marshals, wie auch immer die damals hießen. Streckenposten könnte man vielleicht dazu sagen. Doch, wirkt schön. Ah, geil. Haben wir noch eine andere TV-Kamera? Ich drück mal F3. Nee, nur eine, aber passt ja. Ah, jetzt habe ich 12,7 gebraucht. Schön, lassen wir das auch mal sehen. Trotzdem ist es, glaube ich, kläglich. Ich will gar nicht gucken, was die damals gefahren sind. Da wird es einem wahrscheinlich schlecht. Das war Theo. So, wie viele Luftballons sind am Himmel? Und wie viele Zeppelin? Ne. Zeppelin, so. Vielleicht gucken wir es uns doch ganz an. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie Bock, mir das reinzupfeifen. Sieht nämlich schon stark aus. Klar, jetzt könnte man schimpfen und sagen, oh, die Hecken sehen immer gleich aus. Da hat er immer dieselben Hecken genommen und aneinander gesetzt. Aber hallo, wie viele Kilometer haben wir hier? Irgendwas mit 25 oder so? Also, kein Problem. Ich find's cool, dass da die Hecken sind und ich find's da auch cool, dass da dieser Holzbalken ist, der uns wunderbar abgebremst hat und ganz schonend wieder auf die Strecke geworfen hat.
Jetzt mal eine dumme Frage. Welcher Streckenabschnitt ist es, der da über die Brücke führt? Die Döttinger Höhe kann es ja nicht sein. Oder? Die müsste ja dann... Nee, da müsste ja dann nochmal eine Schleife irgendwie sein. Nee, kann nicht sein. Jawohl, Nordschleife müssen wir uns ja nicht angucken. Kennen wir ja. Oh, wer rotzt denn da so? Der Ford. Hört er sich so an. Boah, das ist eine schöne Einstellung hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wow. Ja, ich habe ein Eichhörnchen gesehen und wollte es nicht überfahren. Keiner möchte Eichhörnchen überfahren, hallo? Oh, auch sehr schön. Ah, Quiddelbacher Höhe heißt dieser Abschnitt, genau zum Flugplatz hin. Das vergesse ich jedes Mal. Quiddelbacher Höhe. Obwohl der Name eigentlich sehr witzig ist oder halt sehr ungewöhnlich. Quiddelbach. Oh, habt ihr die sexy Frau da links gesehen in den Zuschauern? Sehr gut. 1967. Bauchfrei, schwarzes Top. Ausgezeichnet. So, hier spule ich jetzt mal ein bisschen vor, das will keiner sehen. Hier Fuchsröhre und so brauchen wir auch nicht. Wo wird es denn interessant? Metzgesfeld oder sowas wird dann cool. Ach, jetzt sind wir schon bei Breitscheid. Ach, Breitscheid, da steht sogar. Ich frage mich, ob das damals wirklich so aussah. Kann ich mir nicht vorstellen, in der Zielflagge hier die Mauer. Ach so, bei Race Department steht noch, dass der Modder oder die Modder, die sich mit der Strecke beschäftigt haben, sehr vieles altes Bildmaterial sich reingepfiffen haben und wirklich versucht haben, so genau wie möglich alles darzustellen. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage die Streckenondulation und die Neigung der Kurven und so gemacht wurde. Kann ich euch nicht sagen. Habe ich jetzt auch nicht gesehen auf Race Department. Aber es sieht schon... Also wenn man den Verlauf der Nordschleife kennt, der modernen, der lasergescannten von Kunos, dann passt es schon alles, auch so von den Abständen her. Also wann die nächste Kurve kommt, wann man anbremsen muss und so, das hat sich jetzt sehr gut angefühlt. Cool, wie die beiden gerade ausgefedert sind oder ausgefedert haben. Geilo. Ja, das Rauchen stört schon mit der Zeit, der qualmt ja nicht schwarz, so ein Ford GT40. Unserer qualmt gar nicht, oder? Der Typ steht im Zaun. Achtung, ich gehe nochmal zurück. Moment. Wenn er kommt, drücke ich F7. Da, hier, der da. Steht einfach im Zaun drinnen. Kann man machen. So, dann Steilstrecke, ja, hier hoch. Zack, eben kann man auch fahren. Muss man nur die andere Version, das andere Layout laden. Und dann kann man da hochfahren und hier... Einmal im Kreis rum, bei der hohen 8 wieder runter und dann wieder durchs Karussell durch. Also man fährt quasi falsch rum. So hat keiner gemerkt, wie assi ich das Karussell hier genommen habe. Nee, also hey, holt euch die Strecke. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Wie viel Zeit die Leute da reingesteckt haben. Der absolute Wahnsinn. Einfach abartig. So, genau, hohe 8, hier kommt die Steilstrecke rein und dann dreht man hier quasi um, also was man da gerade gesehen hat, wo der Fahrbahnbelag anders war. Ich glaube, da fährt auch die Köln-Ahrweiler Rallye, wenn ich mich nicht alles täuscht. Aber man sagt ja gar nicht Rallye, man sagt Rallye. Ich bin Rallye fahren. Rallye. So, jetzt spulen wir wieder ein bisschen vor, würde ich sagen. Bis Brünnchen, oder? Bis zu dieser Bodenwelle. Oh, kommt da. Sind wir schon zu weit? Hui, der Schnitt war sehr merkwürdig gerade.
Ich habe hier gerade 100 Frames am Start. Als ich vorher gefahren bin, waren es teilweise um die 60, also 68, glaube ich mal. Das ist schon krass, aber das liegt auch an den Peter Böse-Wolken. Ach, jetzt sind wir schon weiter. Das ist jetzt schon hier Stefan Bellof-S. Da stand ich mal auf dem Hügel mit meinem Vater und meinem Onkel. Ach, schön, die Wölkchen auch. Schon cool, wie weit Assetto Corsa gekommen ist. So, ich fange jetzt mal an, mich zu verabschieden und dann lasse ich euch noch die Döttinger Höhe da alleine gucken. Ach, sind wir schon zu spät. Hat leider nicht geklappt. Nee, im Ernst, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen von der Strecke. Tut mir leid, dass ich so viele Unfälle gemacht habe. Erst Theo auf dem Arm, dann konnte ich selber nicht fahren. Liegt vielleicht daran, dass ich mit solchen alten Formel 1 Wagen nicht fahren kann. Und dass die Strecke sehr wellig ist. Also probiert selber aus, es ist der absolute Wahnsinn, wie es aussieht. Und wie, ja, wie einfach liebevoll diese Strecke gestaltet wurde. Ich versuche noch in den nächsten Tagen eventuell woanders zu fahren oder euch mitzunehmen und dann lasse ich auch mal noch eine Bewertung auf Race Department da und werde vermutlich auch 5 Sterne geben, so wie die, wie viele Leute sind es, 115 haben jetzt schon 5 Sterne da gelassen. Ja, aber absolut verdient, wer sich so viel Mühe gibt und die alte Nordschleife mit Südschleife, Betonschleife und wie sie alle heißen ins Spiel bringt, ja, der verdient es auch. Liebe Leute, ich verabschiede mich von euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.